Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Beim letzten Mal haben wir uns ja bei Havelock neue Mission geholt, und zwar wollen wir zurück zum Dunville Tower. Und bei Piero haben wir uns ein bisschen neu eingedeckt, und ich würde sagen, Bereit, den Samuel. Lordregenten zu treffen? Es wird Zeit, dass wir uns um ihn kümmern. Höchste Zeit. Ja, das sehe ich genauso. Und deswegen, Samuel, Sie haben recht. Auf zum Dunville Tower. So, Maske noch aufgesetzt. Und dann geht's auch schon los. Und es ist an der Zeit, die Herrschaft des Lordregenten zu beenden. Und wenn du erfolgreich bist, kann Emily zur Kaiserin gekrönt werden. Du musst deshalb zum Dunville Tower zurückkehren und in das Gebäude eindringen, in dem du einst als kaiserlicher Schutzherr gedient hast. Paranoid wie eh und je hat der Lordregent die Sicherheitsmaßnahmen im letzten Moment auf irrwitzige Weise verstärkt und verfügt über einen stark gesicherten Schutzraum, in dem er fliehen wird, wenn du einen Alarm auslösen solltest. Uiuiuiui. Da wären wir, Corvo. Ihre letzten Erinnerungen an den Dunwall Tower dürften keine guten sein. Vielleicht machen Sie jetzt wett, was damals passiert ist. Vom Wasserschloss aus wird es eine kleine Kletterpartie. Ah Das ja. Wichtigste ist, den Lordregenten zu töten. Er hat sich da etwas auf dem Dach gebaut. Nennt es einen Schutzraum oder so. Verrückt, wenn Sie mich fragen. Corvo, wenn ich Ihnen schon die große Führung gebe. Hier befindet sich die Sendezentrale, aus der die ganzen Bekanntmachungen kommen. Könnte interessant sein. Bereit? Wenn wir uns wiedersehen, wird der Lordregent tot sein. Und wenn nicht, war es eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Ach, er ist ja sehr optimistisch für uns. So, was haben wir denn hier? Du bist zum Dunwell Tower zurückgekehrt, wo alles begann. Es ist der Zeit, dem unregelmäßigen Herrschaft des Lordregenten Hiram Boroughs ein Ende zu setzen. Okay. Ach, noch was? Oh. Die Sendezentrale befindet sich ebenfalls im Tower. Eine gute Gelegenheit, die Propagandamaschine des Lordregenten auszuschalten. Und das Auslösen von Alarmen könnte den Lordregenten zur Flucht in seinen Schutzraum auf dem Dach bewegen. Das wäre ja nicht so gut. So, jetzt aber erstmal ein bisschen schwimmen. Das kennen wir noch aus der ersten Folge. Hier sind wir damals hochgefahren. Und deswegen werden wir jetzt mal hier hochklettern müssen. So. Okay, das ging ja schon mal relativ einfach. Bloß wo jetzt hin? Da ist zu, da sind noch ein paar Rohre. So, dann werden wir da mal hinspringen. Jetzt ist da ein Loch. Dann geht's doch dahin. Okay. Was war das? Nur eine Zange. Okay, hier geht's weiter hoch. Ui, kommen wir da so durch? Eventuell können wir da einfach durchspringen. Okay. Ja, hat geklappt. So. Hier ist nichts. Ah, da hinten sind Ratten. Die mag ich nicht so gerne. Deswegen umgehen wir die hier. Okay. Keine Ahnung, wie wir hier wieder durchkommen. Ah, da ist ein bisschen Geländer. Springen da einfach mal drauf. So. Perfekt. Auf der anderen Seite wäre das auch gewesen. Ich werde sie bald degradieren, weil sie zu viel reden, Wache. Wohl kaum. Denn ich habe mit dem neuen Alarmsystem geholfen. Und er sagte mir, gute Arbeit. Genau. Mir. Kurz dachte ich, wir würden uns die Hände schütteln, aber nein. Ruhe. Also da können wir noch hingucken.
War nicht hier auch... Ah, da ist das Knochenartefakt, okay. Und hier ist die Tür. Aber das scheint mir alles so ein bisschen einfach. Kaum Wachen und wir kommen einfach trotzdem hier rein. Naja, wenn er die ganzen Leute degradiert, weil sie stinken und nur rumpfeifen, dann ist es auch kein Wunder. So, die Leiche legen wir mal hier beiseite. Ein paar Fünfer und ein Knochenartefakt. Jo, wird sofort gedruckt. Du kannst im Schleichmodus etwas schneller vorwärts bewegen. Hey, coole Sache. Nehmen wir das mal für raus und das wieder rein. Ui, guckt euch mal an, wie schnell wir uns jetzt bewegen. Der Lordregent fragte, wie man so einen Attentäter hören will. Nochmal dasselbe Gespräch. So. Dann gehen wir hier hoch zur Tür. Schauen hier mal rein. Ja. Das zu dem Beispiel, es ist zu einfach, ne? Scheibenkleister. Wie kommen wir denn hier jetzt weiter? Da ist so ein Elektroteil. Hier ist noch ein Vorsprung. Vielleicht können wir da am besten einen Überblick haben. Ups. Ja, einen besseren Überblick haben wir ja auf jeden Fall. Gibt's hier noch... Oh, hier geht's sogar noch weiter. Okay. Das sieht ja relativ gut aus. Mal gucken. Da unten sind es 113 Meter. Also eigentlich sollten wir einfach auf die rechte Seite kommen. Ich will trotzdem da irgendwie durchkommen. Es muss auch eine Möglichkeit geben, da an der Tür dran vorbeizukommen. Ich glaube, da dürfte noch was sein. Eventuell können wir ja springen. Erstmal schauen, ob hier mit der 5 natürlich gesichert. Ob das Ding uns hier schon erwischt. Ah, hier reicht's noch. So. Da hinten können wir ranspringen. Da können wir überall ranspringen. Ah, wir können sogar da hinten ganz hinterspringen. Ah, perfekt. Zack. Und so schaltet man das ganze Ding einfach aus. Ja, das war doch einfach. Gar nicht mal so kompliziert machen. Hier nehmen wir auf jeden Fall noch die Kohle mit. Da haben wir noch einen Draht, habe ich gerade gesehen. Ne? Ach, dann stehen wir einfach auf und nehmen es so mit. Warum so kompliziert, wenn es auch einfach geht? So, ich will nämlich gucken, wie viel wir hier noch mitnehmen können. Obwohl, eigentlich lohnt es sich eigentlich gar nicht. Ich denke mal, wenn das hier die letzte Mission ist, dann ist es eh egal. So. Da steht eine Wache. Der Vorsprung dürfte eigentlich reichen, um uns da ranhuschen. Hä? Hm? Oh ja, du hast nichts bemerkt. So, dann huschen wir einfach wieder zurück. Und bringen ihn kurz hier unten hin, dann wird er auch nicht entdeckt. Oh, noch ein Mana-Trank, aber wir sind fertig ausgerüstet. So, da hinten ist noch ein Turm. Klettern wir mal darauf, vielleicht können wir von da aus da reingucken. So. Und dann hier rauf. Ja, können wir. Das sieht doch gut aus. Hier ist auch nichts mehr. So, schauen wir uns mal an, wo die Wachen jetzt hier gerade langlaufen. Können wir darauf? Ja, können wir. Hey, cool. Jetzt haben wir eine super Übersicht hier. Das ist ja mal krass. Jetzt können wir mal hier reingucken, was hier noch vielleicht zu holen gibt. Auch nochmal gucken. Dafür müssen wir nach rechts. Okay, wenn wir jetzt hier links lang gelaufen wären an dem Teil, wäre nicht so gut gewesen scheinbar. Dann wären wir da hinten fast, glaube ich, nicht mehr hingekommen. Ohne hier irgendwie alles ausschalten zu müssen. So, ich laufe hier mal auf dem heiklen Draht hier oben. Wir haben hier eine Wache, eine. Und wo ist die zweite? Hier waren noch zwei Wachen. Da ist Nummer 2.
Fuiuiui, keine Ahnung. Oder wir lassen sie einfach stehen. Mein Gott, hier gibt's, glaube ich, nichts Berühmtes. Wie ich sehe. Nö, eigentlich nicht. Okay, dann lassen wir das hier stehen und schauen mal, wie wir da hinten weiterkommen vielleicht. Dort ist der Dunwell Tower. Da oben ist wahrscheinlich sein Schutzraum. So. Wir müssen in die Richtung. Da ist die Rune. Yep, da wird sie mir angezeigt. Die andere wird mir irgendwie innerhalb angezeigt. Mal sehr merkwürdig. Okay. Da kommt eine Wache. Da sind die ganzen Bad Boys. Diese schönen, lieben Roboter. Und wir haben da noch einen Turm. Ja, das ist so ein Abwehrturm. Kommt noch eine Wache angelaufen. Wollte mich irgendwie darüber bewegen. Über diese ja, Streben hier. Wenn das eventuell geht. Und dann da an die Mauer und vielleicht da hinten lang. Dass wir da irgendwie hinkommen. So, die laufen da jetzt weg. Müssen wir hier gut zielen, nicht dass wir da runterfallen. Ich speichere nochmal ganz kurz zwischen, weil dann müssen wir mal ganz kurz laden. Okay, das hat geklappt. Gleich einen weiter. Perfekt. Uiuiui, nicht runterfallen. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen durchgucken. Das wird jetzt wahrscheinlich die heikelste Sache, also hier nochmal speichern. So, hier sieht's gut aus. Nein, hier sieht's gar nicht gut aus. Ah, scheiße. Okay, wir müssen einmal laden. Also der Tower sieht uns. Ah, blöd, blöd. Okay. Vielleicht kommen wir auch anders dahin. Obwohl, jetzt sind wir schon hier. Springen wir hier hin. Okay, das war ein besserer Sprung. Was zum... Hilfe! Okay, nochmal laden. Ach, das gibt's doch gar nicht. Wir wollen ja keinen Alarm auslösen. Also, da kommt eine Wache gleich runter. Vielleicht hat uns die auch einfach gesehen. So, dann werden wir jetzt einfach uns schnell dahin bewegen. Und uns ihn einfach gleich mal krallen, wenn er hier um die Ecke kommt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, kommst du? So, wir nehmen einfach mal die Betäubungswaffe hier raus. Ach, sehr ärgerlich, dass ich jetzt schon wieder zweimal laden musste. Moment, aber er hat uns nicht entdeckt. Das waren nur zwei von drei Strichen. Okay, da hinten scheint das Ding sei es nicht an, okay. Gepfeife höre ich hier noch. Ah, voll der Bug. Kann man ihn seine Füße da sehen. So, den nehmen wir einfach mal mit hier. Die Tür werden wir nicht durchkommen können. Und den legen wir jetzt hier einfach mal so hier hin. Erz gibt Geld. So, und dann müssen wir hier rauf in den Tower. Noch so einer, der uns hier doch fast enttarnt hätte. So, du kannst da auch unten bleiben. Ja, das geht auch gut vorwärts. Bisschen Moneten, Granaten und sonstiges Zeug. Oh, ein Zutritt. Hauptmann Bryman, ich muss Sie bitten, mit einem Ihrer Männer zu sprechen. Corporal Keys. Erstattet Ihnen Bericht, nehme ich an. Laut Aussage des morgendlichen Offiziers vom Dienst steigt Keys heute in den Keller hinunter und traf sich dort mit den kaiserlichen Befragern. Okay.
Ich weiß nicht, was sie miteinander zu bereden hatten, aber mir wurde berichtet, dass Keith sich für das Okkult interessieren sollte. Wie dem auch sei, ich bin kein Aufseher, also ist es mir einerlei, wie er seine Zeit verbringt, wenn er gerade keinen Dienst tut. Aber halten Sie ihn besser vom Foltermeister fern. Unsere Männer ist der Zutritt zum Kellergeschoss untersagt. Okay. Findet die Gemächer des Foltermeisters. Oh. Sehr interessant. Habe ich eine Zwischenmission oder eine Zusatzmission wieder bekommen. So, gucken, was hier noch so rumsteht. An Wachen vielleicht. Auf jeden Fall müssen hier noch die Rune hier finden. Die befindet sich dort. Okay. Hier wieder natürlich unsere Betäubungspistole draußen, falls noch irgendwas schief geht. So, die Rune holen wir noch. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.